Mein Name ist Pascal und in diesem Video erfahrt ihr alles über das Spirit Geolink. Dieses Video ist in Kapitel unterteilt. Wenn euch ein Kapitel insbesondere interessiert, dann klickt einfach hier auf der Unterseite auf die entsprechenden Abschnitte. Also, for our English speaking audience, this video has subtitles. Simply click on the subtitle icon and enable English subtitles. Lasst uns nicht weiter quatschen, wir fangen einfach direkt damit an, was das Spirit Geolink überhaupt ist. Das Spirit Geolink ist ein Add-on, das ihr mit jedem Spirit-System, das ihr habt, nutzen könnt. Mit dem Spirit Geolink könnt ihr mit einer GPS-Unterstützung euren Hubschrauber ganz genau positionieren, ein Return-to-Home-Feature nutzen, den Hubschrauber ganz präzise auf der Höhe und auf der Position halten oder auch automatisch landen lassen. Außerdem bietet euch das Geolink für alle Systeme ab Spirit 2 und älter ein Höhenbarometer, mit dem ihr die Höhe vom Hubschrauber einschränken könnt. So kann zum Beispiel beim Unterschreiten einer Mindesthöhe automatisch die Rettungsfunktion ausgelöst werden oder der Hubschrauber kann nicht höher fliegen als ein bestimmtes Limit. Zuerst einmal, was braucht ihr überhaupt, wenn ihr ein Geolink benutzen möchtet? Das Geolink könnt ihr aktuell für um die 100 Euro im Spirit Shop bestellen und außerdem bekommt ihr auch für die Geolink-Einheit zwei Halterungen angeboten, eine flache, wie zum Beispiel für die älteren Goblin-Hubschrauber mit dem großen Heckausleger oder eine abgerundete Version für runde Heckrohre bis 24 mm. Wenn ihr das System bestellt, dann kommt so eine kleine Box bei euch an und in dieser Schachtel befindet sich das Geolink-Modul und ein Anschlusskabel. Das Geolink wird ganz einfach über das Anschlusskabel an dem SAT-2-Port eurer Spirit angeschlossen. Wenn ihr euch bei manchen Sachen nicht sicher seid, dann schaut auf jeden Fall immer in der Anleitung beim Spirit-Wiki nach. Ich zeige euch das Geolink am Beispiel des SAB Goblin Raw. Der Goblin Raw hat einen 35 mm starken Heckausleger und deswegen habe ich ein eigenes Teil designt, das ihr euch am 3D-Drucker ausdrucken könnt. Die STL-Datei ist in der Videobeschreibung. Und dieses Teil wird mit doppelseitigem Klebeband und einem Kabelbinder am Heckausleger befestigt. Damit die Geolink-Funktion in eurem Spirit aktiv wird, benötigt ihr erstmal einen Computer und das Anschlusskabel. Nachdem der Hubschrauber scharf geschaltet wurde und das Spirit initialisiert ist, öffnet ihr die Spirit-Software, drückt auf Allgemein und dann aktiviert ihr den Haken bei Geolink-Modul. Jetzt muss als nächstes sowohl das Spirit als auch die Computersoftware neu gestartet werden. Ich schließe die Software, ich unterbreche die Stromversorgung, warte einen kurzen Moment. Jetzt schließe ich das Geolink einfach mal an den SAT-2-Port bei meinem Hubschrauber an. So, jetzt ist das Geolink erstmal provisorisch am Hubschrauber angeschlossen und als nächstes kann ich den Hubschrauber wieder starten. Und ich starte die Spirit-Software erneut. Unter Allgemein ist jetzt ein neues Fenster verfügbar, und zwar die Geolink-Modul-Settings. Und wenn ich hier draufklicke, sehe ich jetzt, dass mein Modul verbunden ist, welche Version es hat, ob ich schon Satelliten habe, die Höhe und auch die Ausrichtung. Indoor wird man wahrscheinlich nie einen Satellit bekommen, das wird man erst draußen hinbekommen, aber das ist für das Einstellen überhaupt nicht wichtig. Unter dem Reiter Modul sehe ich nun die Seriennummer meines Gerätes, ob die X- und die Y-Achse vom Geolink-Modul gerade steht, meinen Kompass kann ich hierüber kalibrieren, das Logging-Feature kann man aktivieren und auch die Befestigungsausrichtung des Geolink. Das Geolink kann nur mit dem Kabel nach vorne oder dem Kabel nach hinten befestigt werden. Es muss außerdem freie Sicht in den Himmel haben und sollte optimalerweise nur am Heckausleger befestigt werden.
Unter dem Punkt Karte kann ich schon einmal mit einem blauen Punkt sehen, wo der Knotenpunkt meines Internetanbieters ist. Und dort würde ich auch einen weiteren Punkt sehen, wenn das Geolink eine Verbindung zu einem Satelliten hat. In dem Kartenmenü kann man außerdem oben rechts sein Geofence konfigurieren, einen Return-to-Home-Punkt manuell setzen, sich eine Logdatei anschauen und noch viele weitere Dinge tun. Unter dem Hilfemenü kann ich nun mein Return-to-Home aktivieren, mein Geofence-Feature aktivieren, das Höhenlimit, automatisches Landen, Position halten, Höhe halten und es gibt außerdem auch noch zwei weitere Einstellmöglichkeiten, um die Steuerkorrekturen des Hubschraubers zu beeinflussen. Der letzte Tab ist wie bei eurem Spirit-System dafür da, um Updates auf das Geolink-Modul aufspielen zu können. Nachdem ihr nun gesehen habt, was das Geolink theoretisch alles kann, möchte ich euch an dieser Stelle ein paar praktische Hinweise geben, wie man es am besten benutzt. Es gibt viele Wege, um die Geolink-Funktion auslösen zu können, aber nicht jeder Weg oder jede Kombination macht unbedingt Sinn. Zur Verwendung des Geolinks gibt es zwei besonders wichtige Sachen zu erwähnen. Ihr könnt einmal generell auswählen, welche Funktion ihr überhaupt benutzen möchtet, aber dann könnt ihr auch nochmal sagen, wie diese Funktionen ausgelöst werden sollen. Die Geolink-Funktionen können entweder über die Stabi-Funktion ausgelöst werden, dort liegt aber auch eure Rettungsfunktion meistens drauf, oder ihr könnt einen speziellen Kanal zuweisen, der dann diese Geolink-Funktion auslöst, was ich für den deutlich sinnvolleren Weg halte. Außerdem möchte ich unbedingt erwähnen, dass es auch sehr verwirrend mit euren Schaltern an der Fernsteuerung werden kann, wenn ihr das Geolink mit allen Funktionen benutzt, die es so hat. Probiert am besten erstmal nur ein bis zwei Sachen auf einmal aus in einem Flug und schaut dann, was davon für euch am sinnvollsten war. Als nächstes möchte ich euch kurz erklären, wie ihr die Geolink-Funktion von eurer Fernsteuerung einem Kanal in der Spirit zuweisen könnt und dann dieses Geolink-Feature ausgelöst wird. Ich aktiviere mir jetzt zum Beispiel mal die Funktion Höhenlimit und setze einen Haken bei Höhenlimit. Ich belasse den unteren Wert mal bei 5 Metern und setze den oberen Wert auf 60 Meter. Und der Haken ist jetzt hier gesetzt, aber ausgelöst wird das Höhenlimit noch immer durch die Stabi-Funktion. Jetzt schließe ich dieses Fenster, gehe auf meine Kanalzuordnungen und setze jetzt hier bei der nächsten Funktion, wenn man weit runter scrollt, Geolink Höhenlimit drauf. Und bei dem Höhenlimit muss ich jetzt noch einen Kanal zuweisen. Also gehe ich in meinen Sender und lege mir eine Funktion an, die für das Höhenlimit da ist und weise die einem Schalter zu. Dafür gehe ich auf Modell, Funktionszuweisung, füge mir eine neue Funktion hinzu, die nenne ich jetzt zum Beispiel Höhe. Okay. Wähle mir einen Schalter aus. Dafür nehme ich jetzt einmal diesen Schalter, der ist bei mir nicht belegt. Nach oben hin möchte ich es ausgelöst haben, deswegen ist die obere Position plus 100. Drücke auf OK. Jetzt gehe ich auf meine Servozuweisung und lege die Funktion auf Kanal 10, Höhe auf Kanal 10. Im Servomonitor kann ich jetzt sehen, dass der Kanal 10 ausgelöst wird. Und jetzt gehe ich wieder in meine Geolink-Software, Kanal 10. Und wenn ich jetzt hier den Schalter betätige, kann man sehen, dass das Höhenlimit aktiviert wird, sobald der Schalter gezogen ist. Der nächste super sinnvolle Tipp ist, sich diese Funktion noch mit einem Sprachbefehl zu belegen, dass man weiß, wenn man den Schalter ausgelöst hat, was gerade am Hubschrauber beim Geolink passiert. Dafür kann ich bei der Yeti-Fernsteuerung auf Menü drücken, Erweiterte Einstellungen, Sound by Event, drücke auf Plus, nehme den Schalter, der fürs Auslösen des Höhenlimits da ist, drücke auf Datei, scrolle ein bisschen weiter und da habe ich mir auch für das Geolink schon den Sprachbefehl Höhenlimit eingefügt. Wenn ich jetzt den Schalter betätige, bekomme ich von meinem Sender gesagt, dass ich die Höhenlimit-Funktion ausgelöst habe.
Ich habe sowohl ein Sprachpaket für die deutschen Geolink-Funktionen als auch ein Sprachpaket für die englischen Geolink-Funktionen unten zum Download in der Videobeschreibung zur Verfügung gestellt, in der ihr die wichtigsten Sprachbefehle auf eure Yeti-Fernsteuerung aufspielen könnt. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass aktuell, wenn ich das Höhenlimit betätige, am Hubschrauber nichts passiert. Das liegt daran, dass das Geolink momentan kein Signal bekommt und deswegen auch keine Funktion auslöst. Also sollte euer Geolink sich jemals abstecken, dann funktioniert das Spirit autark noch ganz normal weiter. Das Geolink zeigt euch die Funktionsbereitschaft mit einer dauerhaft blau leuchtenden LED an. Eure Geolink-Funktionen können aber zum Beispiel noch verschiedene Zustände einnehmen. So kann Return to Home an dem Punkt, an dem euer Hubschrauber das erste Mal GPS bekommen hat, als Return to Home setzen oder an dem Punkt, an dem der Hubschrauber abhebt oder an einem selbstgesetzten Punkt, den man sich entweder über die Karte oder über einen Schalter setzen kann. Welche besonderen Geolink-Zustände es gibt, das empfehle ich euch unbedingt im Spirit Wiki nachzulesen. Dafür geht ihr auf die Anleitung, Geolink-Modul und dann Konfiguration. In der Konfiguration könnt ihr euch nun anzeigen lassen, was bei Return to Home 1 bis 4 zum Beispiel passiert. Wie man das programmiert, das möchte ich euch jetzt auch an dem Beispiel Return to Home zeigen. Ich gehe in das Spirit, aktiviere Return to Home, schließe das Geolink-Fenster und gehe jetzt wieder in die Kanalzuordnung. Ich hole mir jetzt hier die Funktion Geo Return to Home in die Übersicht, gehe in meinen Sender, Modell, Funktionszuweisung, Plus, nenne das jetzt RTH und lege mir das auf einen 3-Stufen-Schalter. Den muss ich wieder umpolen. Unten ist minus 100, 0, plus 100. Okay. Servozuweisung, Kanal 11, Return to Home. Und wenn ich jetzt hier den Kanal 11 zuweise, könnt ihr sehen, dass es den Status Off gibt, On 2 und On 1. Ich halte es am sinnvollsten, den Return-to-Home-Punkt da zu setzen, wo der Hubschrauber abhebt. So könnt ihr nicht vergessen, einen Return-to-Home-Punkt zu setzen. Und der Hubschrauber, der kommt auch nicht zum Vorbereitungsbereich zurück, wo das Geolink sehr wahrscheinlich sein GPS bekommen hat. Return-to-Home-Modus 1 bedeutet, dass euer Hubschrauber an einen selbstgesetzten Return-to-Home-Punkt zurückkommt. Bei Return-to-Home 2 kann manuell noch ein Return-to-Home-Punkt programmiert werden. Return to Home 3 bedeutet, dass ein neuer Return to Home Punkt an der aktuellen Position gesetzt wird. Und Return to Home 4 ist, dass euer Hubschrauber an die Position zurückkommt, an der er abgehoben ist. Das Spirit merkt anhand eines konstanten Vibrationslevels, dass der Hubschrauber den Boden verlassen hat und hat bisher immer sehr akkurat die Abhebeposition gefunden. Wir müssen nun also dafür sorgen, dass hier in der Kanalzuweisung bei Return to Home aus oder on 4 steht. Dafür gehe ich in meine Funktionskurven, gehe zu Return to Home, wähle jetzt hier eine 3-Punkt-Kurve aus und ich möchte zum Beispiel in der unteren Position und in der mittleren Position, dass es aus ist. Also setze ich den mittleren Wert auch auf 0. Und in der oberen Position möchte ich jetzt, dass dort nicht on 1 steht, sondern on 4. Dafür ändere ich den Wert jetzt so lange, bis ich in einen Bereich komme, wo im Computer on 4 steht. Und jetzt kann ich mir sicher sein, dass wenn ich auf Return to Home schalte, dass der Hubschrauber wieder zu seiner Abhebeposition zurückkommt. Das verbinde ich mir jetzt wieder mit einem Sprachbefehl, plus Schalter oben, wenn SD nach oben aktiviert ist. Return to home. Return to home. Return to home. Analog nach diesem Weg programmiere ich in meiner Yeti-Fernsteuerung alle Funktionen, die ich mit dem Geolink benutzen möchte. Belege sie mir am besten noch mit einem Sprachbefehl, dass ich weiß, dass der Schalter aktiviert wurde.
und so kann ich Stück für Stück alles ausprobieren. Als nächstes möchte ich euch noch zeigen, wie ihr ein Geofence programmieren könnt. Dafür klickt ihr in eurer Spirit-Einstellung wieder auf die Geolink-Settings. Dann müsst ihr zuerst auf die Hilfe klicken und dann auf den Geofence. Jetzt könnt ihr unter der Karte, allerdings nur dann, wenn ihr auch eine Internetverbindung habt, oben rechts über Set euren Geofence programmieren. Ich werde den Geofence für meinen Flugplatz einmal zu Demozwecken programmieren, aber erstmal zeige ich euch einfach nur, wie man dieses Flugfeld aufspannt. Dafür klicke ich bei Geofence auf Setzen und jetzt soll der erste Punkt an der oberen linken Ecke eurer Flugzone sitzen. Dafür habe ich jetzt hier einfach mal so ein Stück Wiese, die ich selbst nicht kenne, einfach rausgesucht. Klicke jetzt den oberen linken Punkt an. Jetzt soll das nächste in die untere linke Ecke, dann in die untere rechte Ecke und der letzte Punkt wieder in die obere rechte. Wenn ich Bankwechsel programmiert habe, fragt er mich jetzt noch, ob es für alle Bänke gelten soll. Also man könnte sich zum Beispiel auch 3 verschiedene Bänke für 3 verschiedene Flugplätze machen, an denen man fliegt. Ich sage jetzt hier ja. Und dann wird der Geofence automatisch für alle meine Bänke programmiert. Der Geofence funktioniert folgendermaßen. Wenn ihr mit eurem Hubschrauber über diese gesetzte Grenzmarkierung fliegt, dann wird die Taumelscheibe automatisch wieder so gesteuert, dass der Hubschrauber wieder innerhalb dieser Begrenzung zurücksteuert. Dabei ist dieser Geofence auch unglaublich genau. Das heißt, diese Linie, die ihr auf der Karte setzt, wenn ihr euren Zaun zum Beispiel von eurem Modellflugplatz erkennt, das wird schon ziemlich genau getroffen. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass ihr den Geofence genauso wie das Höhenlimit erst dann aktiviert, wenn ihr euch innerhalb des Bereiches befindet. Ansonsten versucht der Hubschrauber nämlich schon, vielleicht an der Startposition innerhalb der Zone zu fliegen. Auf jeden Fall ist es, finde ich, super wichtig, auch diesen Geofence sich wieder auf einen Schalter zu legen, genauso wie das Höhenlimit, dass ihr euch den Geofence beliebig aktivieren und deaktivieren könnt. Als allgemeine Information gibt es noch zu sagen, dass das Geolink aktuell, Stand August 2021, nicht über die Fansteuerung programmierbar ist, da ihr auch eine Internetverbindung besonders für den Geofence braucht. Ihr könnt aber trotzdem auch im Nachhinein im Sender die Kanalzuweisung für das Geolink auch noch wie die anderen Kanalfunktionen ändern. Ich empfehle deshalb immer einen Computer dabei zu haben, dass man sich mit einem Hotspot über das Handy auch Internet machen kann, das Geolink samt Geofence in Ruhe auf dem Flugplatz programmiert und dann dort Stück für Stück alle Funktionen ausprobieren kann. Ich hoffe, ihr seid von all diesen technischen Sachen jetzt nicht total müde geworden. Deshalb lasst uns am besten einfach zum Modellflugplatz springen und ich zeige euch in einer Live-Demo, wie all diese Sachen funktionieren und wie man sie sinnvoll einsetzen kann. Let's go!